Parkplatz fahren wir den Mara Stura. Mit dem habe ich noch eine Rechnung vom letzten Jahr offen. Ah, herrlich. Damit willkommen zu einem neuen Video auf Tümmelinger Tour. Auf der Durchreise nach Genua zum Fährhafen machen wir noch einen kleinen Zwischenstopp in den Alpen. Sehr viel Wasser. Wobei ich aber auch eigentlich mit mehr Wasser gerechnet hätte. Weil es da doch ganz schön runtergeschifft. Und heute das schönste Wetter hier oben. Ja, und für Wasserspieler habe ich heute leider die falsche Kleidung an. Ganz ehrlich, muss das sein? Ich glaube eher nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann rumheulen, wenn immer mehr Strecken Geld kosten oder komplett geschlossen werden. Ach, die Berge, wie habe ich das vermisst? Ein Jahr ist es her. Überall die Rinder. Ja, der Mara Stura kam. Das erste Mal, dass ich ihn fahre. Letztes Jahr war ich der Meinung, dass ich ihn fahre, aber da sind wir quasi nur dran vorbeigefahren. Das Video dazu oben rechts verlinkt, und dieses Jahr fahren wir ihn. Es ist auch gut ein Jahr her, als ich das letzte Mal Quad gefahren bin, nämlich genau hier in den Westalpen. Habe jetzt vor Abfahrt noch mal einen großen Service gemacht. Ah, herrlich. Für den YouTube-Algorithmus haben wir natürlich auch noch was. Lasst doch einfach ein Abo da und ein Like für das Video. Ach, diese unendlichen Weiten an Felsen und Bergen, es ist einfach so hammergeil. Und wenn ihr irgendwo Offroad fahren geht, ob nun in den Westalpen oder Gott wer weiß wo, Fußgänger und Radfahrer haben grundsätzlich immer Vorfahrt. Wir nehmen Rücksicht auf diejenigen, wir fahren dann langsamer dran vorbei. Und vor allem, wenn es richtig knochentrocken ist und es staubt ohne Ende, dann fährt man erst recht langsam dran vorbei. Weil wir respektieren auch andere Hobbys, wie zum Beispiel Radfahrer oder Wanderer. Bis hierhin sind wir gestern gefahren. Hier haben wir dann gewendet und sind zurück. Das hatte zum einen einen wettertechnischen Hintergrund und zum anderen hatte ich nicht genug Sprit an Bord. Und ich wusste nicht, wie weit das es noch ist, wenn wir die Strecke fertig fahren. Und ich freue mich tierisch darauf, mit meinem Bruder fast 3 Wochen Urlaub machen zu können. Da wohnt er in Deutschland, ich in der Schweiz. In den letzten Jahren haben wir uns auch wegen Corona sehr selten gesehen. Und jetzt sind 19 Tage Urlaub zusammen. Da habe ich mich sehr, sehr, sehr lange drauf gefreut. Schneid's Filet raus für heute Abend. Ach ja, und Tiere haben hier oben immer Vorrang. Steht eine Kuh auf der Straße, wird gewartet, bis die Kuh der Meinung ist, ich gebe dir die Straße jetzt frei. Ach, endlich mal wieder ein Pass, den ich noch nicht kenne. Ansonsten bin ich ja jetzt quasi das 5. Mal in Folge in den Westalpen. Und eigentlich habe ich da keine große Lust mehr drauf, weil die bekanntesten Pässe, man kennt sie nun einfach. Oh, hier hält uns einer den Zaun auf. Das ist aber sehr nett. Sehr, sehr nett. Ein Italiener war das. Ach, guckt euch diese Landschaft an. Das ist einfach nur so geil. Ich wollte auch gerne mal die Drohne rausholen, aber ich glaube, für die Drohne ist es einfach ein bisschen zu windig hier oben. Wir fahren da lang. Ist Durchfahrtsverbot. Fertig. Denkst du dir, du hast schon alles gesehen, ne? Die Leute mit ihren Bikes, die Leute, die wandern gehen. Und jetzt gibt es hier noch Leute, die hier joggen gehen. Das ist ja schon ein bisschen verrückt, ne? Mein Motto ist, ist der Weg länger als mein Fahrzeug lang, dann kann ich auch fahren. Ja, musst du vorne einfassen. Nein, vorne an dem Schwarzen. Jetzt habe ich es kapiert. Ein Typ. Da ist an dem Weidezaun extra ein schwarzer isolierter Griff, dass du keine geschossen kriegst. Und was macht er? Greift ans Kabel, um den Weidezaun zu öffnen. Hat das mal schön eine gelangt gekriegt. Was ein Typ. Lebe dein Leben in dem Moment.
Und denke dir nicht, das kann ich auch noch morgen machen. Denn vielleicht kannst du das morgen gar nicht mehr machen. Boah, Leute, guckt euch das Tal an. Alter, ist das geil. Fährt ihr denn jetzt hin? Sind wir auf dem nächsten Berg. Herrlich. Ja, hier ist Ende, würde ich sagen. Dann wollen wir mal drehen, wa? Nabi sagt, dass die Straße auch wieder aufhört. Ja, dann drehen wir um. So ist das nun mal, wenn die Straßen eng sind. Ein kleines, aber feines Video von Mayra Sturakam in den Westalpen. Hat dir das Video gefallen, dann zeig es mit dem Daumen nach oben. Hat dir das Video nicht gefallen, scheiß da und drauf. Zeig es mit dem Daumen nach oben. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, wenn es wieder heißt Timmeling on Tour. Was auch immer als nächstes kommt, schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.